Wir sehen das Meteor Eraser X6817, Nachfolger vom X6811, X6812, X6813. Zum Einsatz kommt der Einstiegs-Quad-Core von Intel, der 2630UM, 16 GB RAM, je nach Option zwei Festplatten, eine entweder SSD oder HDD oder zwei HDDs oder auch nur eine HDD. Die einzige Neuerung in diesem Gerät ist die Grafikkarte. Hier kommt die NVIDIA GeForce GTX 560M rein. Preise werden wohl bei 1.100 Euro zum Einstieg liegen.